Dann schauen wir noch auf eine andere Sache. Der außenpolitische Berater von Polens Präsidenten hatte am Montag ja im Fernsehen mehr Dankbarkeit von den Ukrainern gefordert, worauf beide Länder ihre Botschafter einbestellt haben. Könnte diese Spannung das Verhältnis beider Länder nun auf die Probe stellen? Das ist in der Tat ein schwieriges Momentum in der ukrainisch-polnischen Partnerschaft, Freundschaft. Denn Polen ist ja einer der Staaten, der die Ukraine von Anfang an massiv unterstützt hat und auch weiter massiv unterstützt. Und das hat Präsident Zelensky jetzt in einem Statement deutlich gemacht. Er hat die Gemeinsamkeiten betont und die Gemeinsamkeit innerhalb Europas betont und gesagt, es kommt jetzt mehr denn je auf Einigkeit an. Und das ist tatsächlich, wenn man von außen drauf schaut und analysiert, sieht man, es kann nur im Interesse Russlands sein, wenn sich jetzt Staaten innerhalb der EU, wenn Staaten, die die Ukraine unterstützen, sich untereinander zerstreiten, dann profitiert davon der Aggressor, dann profitiert davon tatsächlich Russland. Und deswegen war eben der Versuch, wahrscheinlich auch in den Botschaftergesprächen, bei denen wir nicht dabei waren, aber auch der Versuch von Präsident Zelensky, mit seinen Worten wieder die Nähe zu betonen und nicht die Differenzen. Dankeschön für diese Informationen aus Odessa. Wassili Golot war das für uns.